Hallo zusammen. Hallo ihr Lieben. Wir sind auf der CMD 2020 angekommen und nichts ist los. Das heißt, es ist jede Menge los, aber keine Besucher, nichts anzuschauen, nur Kartons stehen rum. Kartons, Kiste, halb aufgebaute Stände, weil... Wir sind vielleicht zwei Tage zu früh. Die Messe hat noch nicht offiziell geöffnet. Ja. Aber wir haben das Glück oder die Chance, schon etwas früher hier zu sein. Ja, und morgen mit der Pressekonferenz geht es erstmal los, aber es wird noch weiter aufgebaut. Und da werden wir uns schon mal ein paar Fahrzeuge anschauen. Und wenn wir das Intro euch gezeigt haben, dann ist die Messe schon am Laufen. Und deswegen kommt jetzt das Intro und dann geht's los. Also, bleibt dran! Ja. Jetzt sind wir hier bei der Firma Hümer. Unsere Lieblingsfirma, einfach weiterhin. Ja, weil wir halt am Hümer fahren. Und wir waren schon gestern auf der Messe, weil heute kommt man ja so gut wie schwierig in ein Fahrzeug rein, zumindest um es dann mal richtig ausgiebig anzuschauen. Und deswegen haben wir uns gestern schon mal ein paar Fahrzeuge angeschaut, bei Hümer den 780er. Alles, die Fahrzeuge, die wir uns rausgesucht haben, sind alle um die 7,50 Meter. Einmal von nicht so teuer und einmal von sehr teuer und dann von mittlerem Niveau. Und da ist dann die Firma Hümer vertreten. Und da schauen wir jetzt gleich einmal hin zu dem Fahrzeug. Zum ersten. Ja, genau. Da sind wir jetzt vor der Heckpartie. Das ML 780 von Hümer und wie gesagt, wir waren gestern schon drinnen und machen dieses Video separat, als separater Block. Ja, weil mir kommt jetzt auch sowieso gar nicht rein. Tja. Also ein Andrang, könnt ihr es euch gar nicht vorstellen. So, dieses Konzept-Car von Hümer, das ist also ein Prototyp, ja. Und wenn ihr da mal reinschauen wollt, ohne dass ihr auf die Messe geht oder ohne dass ihr euch anschauen wollt, dann schaut einfach bei Sven und Leimer in den Kanal rein. Die waren nämlich gestern in dem Fahrzeug drin und haben ein Video dazu online gestellt. Alter Fahrzeuge über 7,50 Meter. Da haben wir hier den Schick C-Line von Karthago und in den kommen wir heute nicht rein. Deswegen werden wir das nachdrehen, also den stellen wir dann noch in einem separaten Video vor. Bei Rapido und da haben wir zwei Fahrzeuge uns angeschaut gestern, nämlich den i96 Premium Edition und dann noch einen, der etwas niedriger liegt vom Preis, nicht von der Größe und die stellen wir auch in einem separaten Video vor. Frank hier und Beiland. Die sind jetzt beide hier. Beide nebeneinander, weil es da auch irgendwie eine Verbindung versteht, welche erschließt sie uns nicht genau. Aber wir haben uns einen 7,50 Meter Frangia und einen 7,50 Meter Pilot angeschaut und das haben wir auch separat festgehalten, um dann
auch wir gehen jetzt hier weiter, aber wollten das ankündigen, dass hier was kommt von uns. Demnächst. In diesem Theater. Ja. Und was ist Ihr kleines Zwischenfazit? Wahnsinnig, was es hier für Fahrzeuge gibt. Enorm. Also man kann sich gar nicht alles anschauen. Es lohnt sich, wirklich hierher zu kommen. Dann stürzen wir uns weiter ins Gemühl. Ja, weiter geht's. Vertreten ist natürlich auf der Messe auch die Firma JVC Kenwood. Und das haben wir ja ein Video von unserem Navigationssystem gemacht. Das ist dieses hier. Ich verlinke das mal rein und wenn wir noch einen Verantwortlichen finden vom Stand, dann können wir da auch noch ein paar Fragen dazu beantworten. Stimmt's, Ossi? Stimmt. Endlich ist er da, der neue James Cook. Wir sind ja alte James Cook-Fahrer genau. Und aus den vergangenen Zeiten und haben schon darauf gewartet, den neuen James Cook mal in Augenschein nehmen zu können. Und ich glaube, der ist hier das erste Mal auf der Messe in Stuttgart vertreten, weil bis jetzt hat es sich ja immer verzögert, bis der rausgekommen ist. Und wir haben jetzt keine Chance, da reinzukommen.
aber wir versuchen noch, das möglich zu machen, ja, und zwar morgen, ja, bevor die Messe eröffnet, dass wir reingehen, ja, und dann bringen wir noch ein paar Bilder vom James Cook. Mhm. Ihn gibt es auf jeden Fall auf der Messe. Ja, und mal schauen, vielleicht klappt es, dass wir morgen rein können. Ja. Es gab früher mal den Spruch, wo auch immer man ankommt, der Bösel ist ja da. Da hat Bösel noch fast das Monopol gehabt auf Kastenwagen. Ja? Und ja, mit dem James Cook und mit noch ein paar anderen, aber mittlerweile ist die Konkurrenz riesig geworden und dafür bietet die Halle 10 dann einen wunderbaren Einblick. Da kann man sich alle Kastenwagen anschauen. Ja, und wenn man das ja sieht, der Bösel ist weiterhin beliebt. Ja, genau. Ist nicht der gleiche? Das ist nicht der gleiche. Das ist tatsächlich jetzt der große Scuddy. Den bauen wir, ist mit das einzige kleines Elektrofahrzeug, was komplett in Deutschland in Kiel gebaut ist. Aha. Der ist wirklich Manufakturarbeit. Ne? Da ist alles made in Germany, bis auf den Motor. Der kommt aus der Schweiz. Und der hat, du wirst merken, im Vergleich zum anderen hat er eine wesentlich sachtere Anfahrt. Hier ist der Drehgasgriff. Linke Bremse ist hinten, rechte Bremse ist vorne. Aha. Das heißt, den nach hinten, dann fährst du los. Ansonsten Füße entweder hinten oder hier vorne bequem drauf. Jawohl. Und immer einen Fuß im Stand auf dem Boden lassen, dann ein bisschen am Drehgasgriff und dann geht's los. Jawohl. Super. So, jetzt sind wir hier beim Scuddy. Ja. Das ist der Alex. Grüßt euch. Also ich bin jetzt gerade Probe gefahren und ich bin in der schönen Leipzig Probe gefahren und der ist genial. Ich sag mal, vorm Rollstuhl, ja, kommt der Scuddy. Ja. Kann man so sagen, kann man so sagen. Bei mir ist noch nicht so weit. Ja. Bei uns gibt es noch keinen Scuddy. Ja. Das hat man gemerkt. Du hattest das Gleichgewichtsgefühl, das Fahrgefühl war sofort da. Also ich brauche noch keinen Scuddy, ja. Aber ja. Ich könnte. Er macht Spaß. Er macht auch Spaß. Genau. Also das Scuddy ist ein geiles Fahrzeug. Ja. Man kann drauf stehen und man kann drauf sitzen. Ja. Und es ist für jeden zu empfehlen. Es muss eine Frage, es gibt verschiedene Modelle, habe ich ja schon mitbekommen. Richtig, genau. Sag mal, was kostet sowas und welche Unterschiede gibt es da? Genau, also das Fahrzeug, so wie es hier steht, ist ein dreirädriger Elektroroller zum Falten. Man kriegt ihn auf Selterkastengröße gefaltet. Wir haben drei Motorisierungen, 20, 35 und 45 km/h. Das heißt, vor dem Rollstuhl kommt das Scuddy, ja, aber 45 km/h ist schon sehr, sehr zackig. Ja. Das heißt, es ist ein Ersatz für eine 50 Kubik Verbrennungsvespa. Ne? Nur, dass sie nicht stinkt, sie macht keinen Lärm. Man kann auf dem Campingplatz damit auch nachts fahren. Kleines Körbchen vorne dran zum Duschen, zum Brötchen holen. Das sind so die Modelle. Wir bauen das Fahrzeug komplett in Kiel, in der Manufaktur, per Handarbeit. Das heißt, alle Bauteile kommen aus Deutschland. Das unterscheidet uns vom Wettbewerb. Können im Stehen oder im Sitzen gefahren werden. Das heißt, auch durchaus sportliches Fahren mit Carving-Fahrwerk im Stehen. Wir liegen hier bei 4.850 Euro. Ist begründet in der Leistung mit bis zu 1.500 Watt Motorleistung.
einen bürstenlosen Motor aus der Schweiz mit Riemenantrieb. Panasonic-Zellen im Akku selber, die der Tesla Model S verwendet. Also hier ist wirklich Hightech auf kleinstem Raum verbaut. Deutsche Ingenieurskunst, ne? Zwei Fragen. Ja. Wie lange hält die Batterie? Ja. Und zwar nicht nur von der Fahrstrecke her oder von der Fahrzeit, sondern auch von der Lebensdauer. Von der Lebensdauer, okay. Also Batterie, sagen wir immer, bis zu 70 Kilometern in der Reichweite, ist natürlich abhängig von dauerhafter Endgeschwindigkeit, von der Zuladung, ein bisschen Temperatur spielt da eine Rolle. Aber ich bei meinem Kampfgewicht, und ich bin nicht der Schlankste leider. So wie ich, ja. Ja gut, das hast du jetzt gesagt. Ne? Ich komme an die, sag ich mal, 55, 60 Kilometer, wenn ich Start am Gas drehe. Ne? Okay. So, Lebensdauer. Also wir haben Scuddys, die haben an die 20.000 Kilometer beim Scuddy Premium auf dem Tacho. Und da ist noch kein nennenswerter Energieverlust. Vielleicht hast du einen Energieverlust bei 20.000 gefahrenen Kilometer von 20%. Der hat immer noch 80% Kapazität. Das sind ja Lithium-Batterien. Richtig. Ja, die halten also dann auch den Strom, wie die Fahrradakkus. Ja. Genau, richtig. Ja. Ja. Und wenn jemand vorbeikommt und sagt, Ossi und Helle sind klasse, kriegt er 50% Rabatt. Ja, 50 müssen wir drüber sprechen, aber wenn Sie sich auf Ossi und Helle beziehen, gebe ich da gerne. Können wir was machen. Klar. Also, dann kommt hoch zur Halle 1, oben auf der Galerie. Ja. Da gibt es jetzt Kali zum Mitnehmen auch, oder? Den haben wir. Wir bauen so viele, wir verkaufen die sogar. Oh, also, haben wir dabei, richtig, genau. Super. Gut. Waren einige Eindrücke. Unser Messedach. Genau, und einige Eindrücke. Wir hoffen, wir konnten einiges einfangen. Wir waren in jeder Halle. Ja, aber es ist heute so viel los, es ist fast kein Durchkommen. Es ist auch außergewöhnlich viel los. Hier am Öffnungstag ist natürlich immer die Hölle los. Jetzt, aber heute ist besonders viel los. Wir haben gehört, dass teilweise die Leute wieder weggeschickt wurden, weil die Parkplätze alle belegt sind. Ja. Also, es war ein extremer Messedach. Und ich kann also für meine Verhältnisse nur sagen, es ist für jeden was dabei, aber alles ist für keinen was. Denn man kann sich das alles, was hier angeboten wird, gar nicht anschauen. Na, es ist so groß und man sollte sich vielleicht doch vorher schon Gedanken machen, was einem speziell interessiert. Ja, und was man sich anschauen möchte, damit man da gezielt vorgehen kann. Ja. Es ist auch bei so vielen Menschen, manche, man merkt es denen an, die sind erschöpft. Ja, und dann bleibt wieder jemand stehen, dann rumpelt es wieder auf und es ist erschöpfend. Aber es ist hochinteressant. Jawohl, und es hat uns eigentlich auch Spaß gemacht. Sehr viel. Wir freuen uns auch wieder über die über die Zuschauer, die uns angesprochen haben. Viele haben uns angesprochen, das war sehr schön, hat uns natürlich sehr gefreut. Ja, und wir hoffen, wir haben euch einen kleinen Eindruck verschaffen können von der CMD 2020. Wir haben es sehr genossen, wir finden das immer in Stuttgart ganz toll. Und wir machen noch ein paar kleine Videos, wir haben auch noch ein paar Spezialvideos vor. Wir sind ja jetzt noch 2 bis 3 Tage auf der Messe und wir melden uns jetzt auf jeden Fall noch mit ein paar Spezialvideos. Du meinst mit Wohnmobilen oder so? Ja, Wohnmobile, und dann haben wir auch vor noch für Kauftipps, also für den Kauf von Wohnmobilen ein paar Tipps zu geben.
Okay. Also lass ich mich jetzt auch überraschen. Die Ursi, die ist so vergesslich. Also alte Frauen vergessen immer alles. Ja. War alles besprochen. Habe ich sogar einen Zettel davon. Also in diesem Sinne sagen wir jetzt einfach mal Tschüss. Ja, genau. Und wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Tschüss. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ruhig einen Daumen da. Ja? Freut uns nämlich auch. Wir freuen uns da immer drüber. Ja. Also, bis dann. Ciao.